Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage im All-Inclusive-Paket von OE24 Solar. Mit Gratislieferung und Montage. Sie haben ein Haus? Wir installieren Ihnen Ihre Photovoltaikanlage zum garantierten Fixpreis. Schnell, günstig und unkompliziert. Gleich bestellen unter www.oe24solar.at. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Nächster Paukenschlag. Andreas Hanger, U-Ausschuss-Fraktionsführer der ÖVP, zeigt FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen Falschaussage an. Kickl soll im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch mehrfach nicht die Wahrheit gesagt haben. Hanger ortet insgesamt 6 Fälle der Falschaussage. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Andreas Hanger im Studio. Guten Abend. Herr Hanger, der U-Ausschuss ist jetzt einige Zeit her. Warum erst jetzt diese Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft? Naja, wir haben uns die Anzeige nicht leicht gemacht. Wir haben wirklich intensivst geprüft und sind halt dann doch sehr klar zum Ergebnis gekommen. Es ist nicht nur eine Falschaussage, sondern es sind mehrere. Und wir haben dann noch lange überlegt, soll man die Anzeige einbringen, ja oder nein? Weil es ja auch eine Frage der politischen Kultur ist. Aber es ist einfach so unglaublich viel Substanz da. Es ist unglaublich viel Sachverhalt da, der wirklich überprüft werden muss. Deshalb haben wir uns final entschieden, diese Anzeige einzubringen. Sie ist in etwa seit ein paar Stunden jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Und wir werden sehen, wie hier die weitere Vorgehensweise ist. Konkret geht es um 6 Fälle, in denen Herbert Kickl im U-Ausschuss nicht die Wahrheit gesagt haben soll, werfen Sie ihn vor, obwohl eine Auskunftsperson im U-Ausschuss die Wahrheit sagen muss. Das wissen wir seit der Verurteilung vom Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Können Sie kurz skizzieren, um welche 6 Fälle geht es da eigentlich? Also grundsätzlich muss man sagen, eine Auskunftsperson steht natürlich unter Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss. Aber nicht nur das, man muss auch vollständig aussagen. Und von den Themenkomplexen her ist es so, dass wir da ein paar haben. Ich sehe sogar mehr als 6 Falschaussagen, muss ich dazu sagen. Aber wir haben jetzt einmal auf 6 fokussiert, weil irgendwann muss man mal die Dinge auch entsprechend zusammenfassen. Wir haben diesen gesamten Themenkomplex Ideenschmiede Science GmbH zur Information für alle Zuseherinnen und Zuseher. Da geht es um eine Werbeagentur, wo Kickl über Treuhandverträge indirekt beteiligt war. Und diese Werbeagentur, diese GmbH, schiebt er ganz weit von sich weg. Das war schon spannend im Untersuchungsausschuss, weil da wollte er gar keine Fragen dazu beantworten mit dem Argument, das ist nicht Untersuchungsgegenstand und nicht Untersuchungszeitraum. Faktum ist, mit dieser Werbeagentur wurde zusammengearbeitet, Innenministerium, Innenminister Kickl, deshalb waren wir auch untersuchungsgegenständlich. Und Faktum ist, dass er sinngemäß sagt im Untersuchungsausschuss, ich habe keinen Bezug, keine Beteiligung an diese Ideenschmiede, / Science GmbH. Bezug jedenfalls, weil er zusammengearbeitet hat, aber auch natürlich eine Beteiligung. Dieser berühmte Treuhandvertrag, da behauptet er ja, der wurde mündlich gekündigt. Das geht mündlich nicht, da haben wir ein entsprechendes Rechtsgutachten. Das heißt, er war bis 2020 wirtschaftlicher Eigentümer zu 50% dieser Werbeagentur. Und da sehen wir eine Falschaussage, das bringen wir auch zur Anzeige. Dann haben wir ein zweites Themenkomplex, das betrifft die Immobilie der Werbeagentur. Sein Geschäftspartner Thomas Sieler hat diese Immobilie gekauft und auch da ist Kickl zu 50% wirtschaftlicher Eigentümer dieser Immobilie. Und Kickl sagt im Untersuchungsausschuss, diese Immobilie gehört ausschließlich dem Thomas Sieler. Diese Aussage müssen wir ganz einfach auch anzeigen, weil sie aus meiner Sicht entsprechend falsch ist. Dann haben wir noch die Themenbereiche Jennewein. Auch ein sehr komplexes Thema, da sagt Kickl im Untersuchungsausschuss, er hat mit Jennewein als Innenminister nie etwas zu tun gehabt. Aus den Chats geht ganz was anderes hervor. Jennewein ist der Ex-Sicherheitssprecher der FPÖ. Ja, genau. Er war aber, muss man schon auch, wenn wir ganz korrekt sind, muss man dazu sagen, Sicherheitssprecher war er nach der Amtszeit Kickl. Wir fokussieren auf seine Zeit als Fraktionsführer im BVD-Untersuchungsausschuss. Und aus Chats wissen wir, es hat einen intensiven Austausch mit dem Innenministerium gegeben. Dann geht es noch um die Causa Takacs. Bundespolizeidirektor Kickl sagt, Takacs hat Masalek, den mutmaßlichen Russlandspion, getroffen. Das ist auch aus meiner Sicht eine Falschaussage. Und dann haben wir noch das Thema Inseratenvergabe.
wo Kickl sagt, ich habe mit Inseratenvergabe nichts zu tun. Auch da sehen wir eine Falschaussage. Also wirklich eine sehr breite Substanz an unterschiedlichen Themen. Wir haben das jetzt minutiös, sehr detailliert aufgearbeitet in einer Sachverhaltsdarstellung und die haben wir jetzt eingebracht. Ja, die Sachverhaltsdarstellung ist bei der Staatsanwaltschaft. Was soll in der Endkonsequenz damit jetzt erreicht werden? Das ist die eine Frage. Und die andere, wenn Sie vorab noch ein wenig die Ideenschmiede, also jene Werbeagentur, an der Herbert Kickl beteiligt gewesen sein soll, oder Hälfte Eigentümer, das sagen Sie, er sagt... Was sagt er eigentlich dazu? Er sagt, den Treuhandvertrag hat er mündlich gekündigt. Das geht das halt mündlich nicht. Da gibt es eine sehr klare Rechtssituation dazu. Ich sage immer, ich finde es schon bemerkenswert, dass er seine Beteiligung über eine Treuhandkonstruktion versteckt. Wieso macht er das? Ja. Er kann ja eine Werbeagentur haben. 2005 war das. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Wieso versteckt das vor der Öffentlichkeit? Das habe ich so spannend gefunden. Es hat dann auch Verurteilungen gegeben, weil hier Kickback-Zahlungen waren an die FPÖ und vieles mehr. Er hat dieser Werbeagentur Aufträge gegeben, wie er Generalsekretär war. Und er hat auch als Innenminister zusammengearbeitet. Das geht nicht. Das ist eine klassische Unvereinbarkeit. Und das gilt es aufzuzeigen. Und ich meine, ich weiß schon, es ist ein schwerer Vorwurf, den ich da erhebe, weil ich sage, Herbert Kickl hat das Parlament und die Öffentlichkeit belogen. Und wir haben das halt auch jetzt sehr detailliert aufbereitet. Halt aber auch fest, jetzt ist der Rechtsstaat am Zug. Es wird jetzt darum gehen, ob Ermittlungen eingeleitet werden oder nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass keine eingeleitet werden. Und am Ende des Tages sind es unabhängige Gerichte, die darüber entscheiden müssen, ob Herbert Kickl das Parlament und die Öffentlichkeit belogen hat, ja oder nein. Aber das Tatsachensubstrat, das habe ich geliefert. Ja, Herr Hanger hat es gerade eben gesagt. Momentan geht es eben darum, dass die Sachverhaltsdarstellung, wie Sie es sehen, bei der Staatsanwaltschaft liegt. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt entscheiden, ist die Suppe zu dünn oder doch nicht. Und wenn sie dick genug ist, wird es vielleicht irgendwann einmal zu einer Anklage gegen Kickl kommen, ähnlich wie es zu einer Anklage gegen den Ex-Kanzler Sebastian Kurz gekommen ist. Kickl hat ja immer gesagt, die Sache mit der Ideenschmiede, das ist 2005 gewesen, das ist lange her, das ist schon längst Schnee von vorgestern. Sehen Sie das auch so? Es geht ja gar nicht darum, ob Kickl hier irgendwelche strafrechtlichen Dinge gemacht hat, die ja im Raum stehen. Mit diesen Kickback-Zahlungen hat er gewusst davon oder nicht, aber das will ich außen vor lassen. Es geht ganz einfach darum, dass wir berechtigt Fragen zu dieser Ideenschmiede gestellt haben. Das war eine lange Diskussion, weil Kickl wollte gar nichts dazu sagen. Die Verfahrensrichterin hat dann sehr klar gesagt, nachdem der Innenminister mit der Werbeagentur zusammengearbeitet hat, sind Fragen natürlich zulässig. Hat lange gedauert, bis wir mal so weit waren. Und dann hat er die Ideenschmiede Designs ganz weit weggeschoben. Und aus meiner Sicht, sehr klar, falsch ausgesagt, aus meiner Sicht, wenn er sagt, ich habe keinen Bezug und keine Beteiligung an diese Ideenschmiede, oder wenn er sagt, Eigentümer der Immobilie ist der Thomas Sieler, das sehe ich ganz einfach faktisch anders. Und eine Falschaussage ist dann, wenn ein objektiv darstellender Sachverhalt anders beantwortet ist und nicht mehr und nicht weniger ist das. Ist der Thomas Sieler, der Chef der Ideenschmiede, der war ja auch geladen im U-Ausschuss, ist aber glaube ich nicht gekommen, oder? Ich meine, man muss jetzt auch zum Herbert Kickl nur mal sagen, das gebe ich schon auch zu, dass das eine bestimmte Motivation war. Wir haben den Herbert Kickl ein zweites Mal geladen in den Untersuchungsausschuss. Da war aber Bergsteigen. Bergsteigen. Ich meine, wo sind wir denn? Ja. Ich meine, wir sind das Parlament und wir können uns ja nicht frotzen lassen. Und beim Thomas Sieler war es so, dass er vorgeführt werden hätte sollen, weil er auch unentschuldigt ein paar Mal nicht gekommen ist. Dann war er aber angeblich im Ausland und für die Polizei nicht greifbar. Deshalb ist auch der Thomas Sieler nicht gekommen. Das sind auch schon deutliche Indizien, dass beide halt zu dieser Causa nichts mehr sagen wollen. Und das geht so nicht. Und das lassen wir uns nicht bitten. Auch ein Bereich ist auch die Causa Jennewein, ehemaliger Sicherheitssprecher der FPÖ. Die FPÖ hat sich dann von Herrn Jennewein getrennt, warum auch immer. Worum geht es da explizit in Ihrer Sachverhaltsdarstellung? Kickl sagt im Untersuchungsausschuss, es gab keinerlei Beziehung mit dem Herrn Jennewein in der Zeit, als ich Innenminister war. Aus meiner Sicht ist das sachlich falsch. Wir wissen von Chatverkehren, Jennewein hat aus dem Innenministerium unerlaubterweise Informationen angefordert bei einer Kabinettsmitarbeiterin.
Dass die Kabinettsmitarbeiterin das aus ihren macht, halte ich für total praxisfremd, sondern sie muss das natürlich mit ihrem Chef besprechen. Jedenfalls war er in einer Beziehung mit dem Innenministerium, der Herr Jennewein, und Kickl sagt genau das Gegenteil. Aus meiner Sicht eine Falschaussage, die untersucht werden muss. Das ist der Punkt 4, glaube ich, bei Ihren Sachverhaltsdarstellungen. Aber es geht ja auch um den jetzigen Bundespolizeidirektor. Welche Vorwürfe im Zusammenhang mit Kickl haben Sie da, Herr Hanger? Da ist ja der Sachverhalt wahrscheinlich am allerklarsten. Kickl sagt im Untersuchungsausschuss, Takac hat Masalek getroffen. Masalek, dieser mutmaßliche Russlandspion, der im Auftrag Putins Österreich mutmaßlich ausspioniert hat. Mittlerweile hat Takac das geklagt und hat gesagt, das ist eine unwahre Behauptung. Und die FPÖ hat mittlerweile einen Vergleich geschlossen und dementiert. Also da ist ja die Falschaussage, wenn Sie mich fragen, sogar schon bewiesen. Weil auch die FPÖ mittlerweile sagt, Takac hat Masalek nicht getroffen. Aber das muss jetzt auch noch einmal im Zusammenhang mit der Falschaussage untersucht werden. Und der sechste Bereich, den wir ansprechen in der Sachverhaltsdarstellung, ist Inseratenvergabe. Kickl sagt, ich habe keine Wahrnehmungen zur Inseratenvergabe, ich habe nichts damit zu tun. Da wissen wir aus Chatverkehren, dass das anders ist. Und das haben wir auch entsprechend der Staatsanwaltschaft übermittelt. Ja, also es sind viele Punkte, die da angesprochen wurden. Und vor allem ist es jetzt spannend. Und zwar deshalb spannend, weil jeder stellt sich jetzt die Frage, was passiert jetzt mit diesen Sachverhaltsdarstellungen? Mehr dazu nach einer kurzen Werbepause. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel. Im ersten Teil des Interviews hat Herr Hanger klar beschrieben, welche sechs Punkte es sind, die die ÖVP und explizit er Herbert Kickl vorwerfen und in Art Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden. Herr Hanger, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Und vor allem, wann rechnen Sie damit, dass es da möglicherweise zu einem Verfahren gegen Herbert Kickl kommen kann? Also für mich sind es zwei Ebenen. Das eine ist die juristische Ebene. Da will ich mich nicht einmischen. Die Sachverhaltsdarstellung ist übermittelt worden an die Staatsanwaltschaft und ihr wird, und ich habe die Bitte geäußert, das Ersuchen, die Aufforderung, hier zu prüfen und Ermittlungen einzuleiten, weil das Tatsachensubstrat sehr klar am Tisch liegt. Aber das ist dann Sache der Justiz. Wird Anklage erhoben, wird nicht, muss die Immunität von Herrn Kickl aufgehoben werden oder nicht, kommt es zu einer Anklage, das ist Sache der Justiz. Aber wir haben natürlich auch eine politische Dimension, weil der Vorwurf lautet, Herbert Kickl hat das Parlament und die Öffentlichkeit belogen. Das hat eine ganz starke politische Dimension. Jemand, der einen Führungsanspruch erhebt, aber vielleicht möglicherweise ein Lügner ist, das geht sich nicht aus. Und insofern muss man das sehr klarstellen. Ja, der Falschaussageprozess gegen den früheren ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hat ganz ähnlich begonnen wie das, was Sie jetzt mit Herbert Kickl vorhaben. Einziger Unterschied, als Nationalratsabgeordneter genießt Herbert Kickl parlamentarische Immunität. Die müsste erst aufgehoben werden, damit überhaupt was geschehen kann. Ist das richtig so? Vielleicht vorher noch, ich sehe schon einen ganz großen Unterschied zu dieser Causa Falschaussage Sebastian Kurz. Dort haben wir semantische Fragen diskutiert, war Kurz informiert oder involviert in die Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt, in die Auswahl der Aufsichtsräte. Ein sehr enges Feld an Themen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen informiert und involviert? Und dann ist irgendwie um die Frage gegangen, hat er vollständig geantwortet oder nicht? Das ist eigentlich ein sehr enges Thema. Bei Kickl ist das Thema unglaublich breit. Ideenschmiede, Immobilienbesitz, Takac, Inseratenvergabe. Wir sind da mehrfach falsch auf sagen. Also eine unglaubliche Breite an Themen, die entsprechend untersucht werden müssen. Aber zu Ihrer konkreten Frage, ja. Kickl genießt als Abgeordneter parlamentarische Immunität. Die müsste aufgehoben werden, wenn es zu Ermittlungen kommt. Von dem gehe ich aus, weil die FPÖ hat sicher auch Interesse daran, diese Causa aufzuklären. Sie werden da nicht mauern können. Aber man wird sehen, wie sich hier die Dinge in den nächsten Wochen entwickeln. Und welchen Zeitrahmen sehen Sie da? Wird sich da bis September noch was ausgehen oder wird sich das erst nach der Nationalratswahl entscheiden? Das müssen wir die Staatsanwaltschaft fragen. Erfahrungsgemäß, die, ja.
die sind da quasi Herren des Verfahrens. Aus meiner Sicht, nachdem wir auch die Sachverhaltsdarstellung sehr klar, es liegt sehr klar am Tisch. Also ich wüsste nicht, was hier noch wochenlang geprüft werden muss. Aber da gibt es keine Fristen nicht. Die Staatsanwaltschaften können hier in ihrem eigenen entscheiden. Es gibt ja auch eine Fach- und Dienstaufsicht. Da will ich mich auch nicht einmischen. Ich kann das nicht beurteilen. Manchmal dauert es 2 Wochen, 3 Wochen, manchmal dauert es auch länger. Wir werden sehen. Ja, das eine ist das Juristische. Wir haben Sommerpause. Vielleicht sind die einen oder anderen Staatsanwälte auch im Sommerurlaub und werden erst im September diese Sachverhaltsdarstellung vom Herrn Hanger aufgreifen. Das andere ist Politik. Ja, und das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Damit schlagen Sie natürlich die Tür zur FPÖ ziemlich laut zu, Herr Hanger, oder? Es bleibt dabei, was wir immer gesagt haben. Für uns ist mit dem Herrn Kickl eine Koalition unvorstellbar, weil wir seine Geschichte kennen, weil wir seine Verbindungen zur rechtsextremen Szene kennen, weil wir wissen, wie er in der Medienpolitik agiert, wie er hin seine Kontakte pflegt, wie ich schon erwähnt habe, zur rechtsextremen Szene, wie er auch als Parteichef agiert, nämlich fast als Alleinherrscher. Das sind alles Themen, mit denen ich persönlich, mit denen wir nicht können. Da braucht es diese klare Abgrenzung. Wir stehen für eine Politik in der Mitte, ein Miteinander nämlich, nicht die Extreme. Und all die Herausforderungen, die wir tagtäglich diskutieren, können wir auch nur in einem Miteinander lösen. Und Herbert Kickl steht nicht für dieses Miteinander und deshalb ist er für uns kein Koalitionspartner. Das heißt, die FPÖ bleibt aber ein Partner, wenn es zum Beispiel ohne Herbert Kickl wäre, oder? Die Position ist unverändert. Wir haben das immer gesagt. Natürlich gibt es auch vernünftige Kräfte in der FPÖ, mit denen kann man zusammenarbeiten, mit Herbert Kickl nicht. Ja, es gibt seit 2 Tagen jetzt die neuesten Umfragen. Da heißt es, dass Karl Nehammer und die ÖVP Stück für Stück aufholen. Jede Woche 1% etwa. Momentan liegt man, würde jetzt gewählt werden, bei 3 Punkten unterschiedlich, also 3 Prozentpunkten unterschiedlich, 24 zu 27. Glauben Sie, dass Sie die FPÖ noch vom Platz 1 stürzen können bis September? Ich glaube es nicht nur, sondern ich bin davon überzeugt, weil ich mir ganz sicher bin, dass am Ende des Tages die Menschen in Österreich auch vielfach eine Partei wählen werden, die in der Mitte steht, die Ränder rechts und links ablehnt, die pragmatische Lösungen sucht für die Herausforderungen, die da sind. Und zum anderen muss man schon auch sagen, Wahlumfragen, ich darf erinnern, die Wahlumfragen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, wie haben die ausgesehen und was war tatsächlich das Ergebnis? Da hat man ja auch einen großen Abstand gesehen zu der Freiheitlichen Partei. Am Ende des Tages war es ganz knapp. Und ich bin überzeugt, wenn wir da jetzt mit Schwung, mit unserer Programmatik, mit unserer Überzeugung in die Wahl gehen, werden wir auch als Erster durch die Ziellinie gehen. Gemeinsam mit unserem Bundeskanzler Karl Nehammer. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das auch gelingen wird. Ja, trotzdem noch eine Frage zur Causa Kickl und zu Ihrer Sachverhaltsdarstellung. Im Übrigen möchte ich in dem Zusammenhang erwähnen, es gilt natürlich für alle Beteiligten, die hier erwähnt wurden, die Unschuldsvermutung. Das muss ich formalrechtlich so sagen. Was wünschen Sie sich eigentlich in eine Verurteilung von Herbert Kickl, eine Auslieferung zu einem Prozess? Und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat 8 Monate bekommen, nicht rechtskräftig. Was glauben Sie, was da jetzt rauskommen wird? Also ich wünsche mir gar nichts. Oder wenn ich mir was wünsche, ist, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Und um nichts anderes geht's. Wir haben die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss. Wir Politiker, gerade auch diejenigen, die Verantwortung für Österreich übernehmen wollen, da gibt es einen hohen Standard. Und es geht ganz einfach nicht, dass man die Öffentlichkeit belügt in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Für mich sieht es so aus, aber das muss die Justiz entscheiden. Und das will ich ganz einfach aufzeigen, dass mit dem Herbert Kickl kein Staat zu machen ist, so wie er agiert, nicht mehr, nicht weniger. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview. Das war Andreas Hanger. Er hat erklärt, warum er eine Sachverhaltsdarstellung gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl bei der Staatsanwaltschaft eingereicht hat. Es geht um Falschaussagen im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch. Und da soll Herbert Kickl 6-mal nicht die Wahrheit gesagt haben. Genau so ist es. Danke vielmals. Danke.